Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Weiterhin hier mit Jan. Hallo. So, Jan baut da die ganzen Sachen ein. So, wir müssen mal gucken, Leute, wo wir uns jetzt ein bisschen Polymer bespitzeln. Juckt's. Weil wir wollten ja die Kettensäge mal ausprobieren. Weil die kenne ich und Jan auch noch nicht. Soll ja gut zum Holzfarmen sein, also bin ich mal gespannt. Also, da ist ja besser wie der Biber. Kann ich mir nicht vorstellen, weil der Biber ja verdammt viel tragen kann. Richtig. Also ich denke nicht, aber einfach mal machen. Ja, aber wenn du einfach mit dem Adler mal zugange bist und du nimmst dann die Kettensäge und holst einfach mal gerade 200, 300 Holz und das geht schneller wie mit der Axt, ja dann geil. Oh, so nicht. Also. Dann feiere ich das schon. Sieht einfach so hübsch aus hier. Ja, dann müssen wir die Tage mal beigehen und müssen hinten die roten Raptoren entfernen, ne? Ja. So. Noch was? All. Machen wir uns jetzt voll und nehmen das Metall hier auch noch mit. So. Ach, ist das schön. Ja, wir haben gerade gewartet, wenn sich jemand wundert, warum es denn jetzt hell ist. Wir haben vorhin die Nacht einfach... ich bin vor die Tür gegangen und habe was durchgezogen und Jan ist keine Drogen und bin Kokain kurz und haben dann gesagt, nee, wir warten jetzt gerade die Nacht ab. So. Zieh die Jan hier rein. Blub, blub. Noch 76, was haben wir hier noch? Oh, gar nichts mehr. Gut, dann das kommt dann hier rein. Upp, fertig. Öffnen für. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, Leute. Waffen, Nahkampfwaffen. Wir brauchen noch 44 Polymer. Verbund. Ah, 57, komm, stellen wir einfach alle her. Lass laufen, scheißegal. Wieder unsere XP-Boost aktivieren. War ein bisschen Licht hier oben. Hast du hingekriegt? Oh. Sehr geil. Machst du auch noch die Luken ran, oder? An die Fenster, oder wolltest du nicht? Ja, doch, doch. Doch, ne? Ah, sieht das schön hier oben aus. Jetzt, wo die Sonne aufgeht hier, Alter. Ja, ja. Ich krieg einen Bumskopf, Alter. Nervig. Und was ist das dann im Sommer? Die Ansatz, man trinkt zu wenig. Okay, alle mal trinken jetzt. Los, trinken, Leute. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht zu Hause, aber bei uns ist es echt ekelig, ja, ne? Also... Aber wenn ich ja, jetzt ganz ehrlich bin, es geht eigentlich, aber es ist warm. Ich meine, ich muss sagen, wenn ich runtergehe, um mir zu trinken zu holen, so, das unten geht eigentlich voll klar, aber hier oben, Alter, ich gehe kaputt. Ohne meinen Ventilator würde ich, glaube ich, sterben. Ohne meinen Ventilator würde ich sterben. Ich wollte mir auch noch einen holen, aber es gibt so viel verschiedene und ich wollte eigentlich so einen runden mir holen. Kennst du die? Die keinen Propeller oder so haben. Ne. Ja, das sieht aus wie so eine Turbine. Die haben keinen Propeller, die haben gar nichts da drinne. Alter, die wollen für die Dinger 180 Euro haben. Dafür kann ich mir eine Klimaanlage kaufen. What the fuck, Alter? Keine Ahnung, holt man sich aber so für 10 Euro so ein Ding, Alter, stellt mal hin oder wo das. Ja, aber wer rechnet denn damit, dass die so teuer sind? Ja. Also, ja. Ups, Entschuldigung. Mensch, ey. Ja, wenn man viel trinkt, muss man auch viel kölpern.
So, haben wir, Leute. Jetzt gehen wir auf Waffen, Nahkampfwaffen und dann stellen wir jetzt die Motorsäge her. Ach, die Scheiße, dauert die lange. Okay, er baut und baut und baut und baut und baut und baut und baut. Und fertig. Ja. Fertig. Also ich fand das schon lange. Geht voll. So, bauen wir da unten mal rein, drücken wir mal 6. Keine Munition steht da. Okay, Munition ist wahrscheinlich Benzin, ja. Benzin mit gemeint. So. Okay. Okay. Wo bist du? Oben. Okay, ich komme. Okay. Wo bist du? Ganz oben. Hey du. Aua! Verrückt, Alter. Hier, nimm mal. Ja, und dann mach mal Gas damit. Also kein. Ah, oh, so. Weißt du, wie das Ding qualmt, Junge? What the fuck? Ah. Junge! Ja, probier mal einen Baum aus, ey. Ja, mach ich jetzt. So, kann man ja nicht rausschieben. Nee, geht leider nicht. Okay, mein Freund. Hier, wunderschöner Baum. Muss ich denn rechte Maustaste drücken? Ne, einfach rechts. Ja, links. Okay. Nee, XP rattern. Okay. Ich bin voll. Ich lass einfach weiterlaufen, okay? 800 Holz, 900 Holz, was? 1000. Was? 998 Holz. Was? Ja, hier, ich muss dir was abgeben, weil ich bin leider überladen. Sorry. So, jetzt kann ich laufen. Bin auch voll. Ja. Was? Ja. 998 Holz aus einem Baum. Was hat der Biber gemacht? Aber keine 998 in der kurzen Zeit, Jan. Das ist... Kann mich nicht bewegen. Ja, dann schmeißt ein 100er Stack weg. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, ne? Ja. Also können wir Biber jetzt so... Aber, können wir, ja... Ja. Oh, unnötig. Mehr Kettensägen bauen. Ja, heißt für uns, mehr auf Gewicht skillen jetzt. Ja, aber ist es dann nicht schlauer, mit dem Biber loszugehen, einen Baum wegzuhacken und das in den Biber reinzulegen? Ja, oder eigentlich mit einem Adler. Fliegst du mit einem Adler irgendwo hin, weil der könnte, glaube ich, noch mehr tragen als ein Biber. Adler? Ja. Nee, ein Biber hat doch pro Stack doch nur 50, keine Ahnung, was der wiegt. So, die wiegt ja weniger. Na, ne? Richtig. Aber du hackst ja keine 1000 Holz in der kurzen Zeit mit dem Biber. Nein. Gottes Willen, das war ja jetzt nochmal. What the fuck, Alter? Nice. Wahrscheinlich alle Leute so, ist doch voll alt, Junge. Und wir feiern das gerade richtig derbe. 998 Holz. Ja. Okay, gut, das war natürlich jetzt also auch. Also stimmt, also mal, dass da steht. Schnellster Weg, einen Baum abzubauen. Ja. Ja, und ja auch am logischsten, dass du so viel bekommst. Also aus einer so einer Maschine. Ja, eigentlich ja. Also mir kann ja keiner erzählen, dass ein Biber ja besser Holz hackt wie eine Kettensäge. So, ich nehme jetzt mal den Biber. Der ist jetzt auch leer, richtig? Der Biber hast du leer gemacht, mit Sicherheit, ne? Ja, Biber hat nur Nahrung drin, so. Na, warte mal, ich kann jetzt ja auch da oben... Ah ne, da oben will ich mal nicht unbedingt noch mehr abhacken. So, ich nehme jetzt zwei die gleichen Bäume, okay? Hier vorne ist ein Baum. So, da gehe ich jetzt mit dem Biber ran. Um 64, 100, 140, 180, 216 Holz, okay? So, jetzt pass auf, jetzt komme ich.
Motorsägen, Mann. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 923 Holz. Okay, Herr Bieber, ich lade Sie voll. Was ist das denn? Ich feiere das gerade richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. So, und der Biber hat jetzt erst 294 Gewicht. Voll. So, und jetzt gehe ich zum nächsten. Weil du musst ja neben dem Baum ja stehen bleiben, das ist ja der Nachteil, weil sonst kannst du ja nicht mehr dich bewegen. Oh, ich habe den Biber getötet. Oh. Oh. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe zu dicht wohl am Biber gestanden. Hast du mich gehört? Nee. What the fuck? Du hast, wie viel Damage macht das denn, Alter? Du hast 630 Leben runtergeklungen. Darunter gesägt, eher gesagt. Könntest du... ja, ich bin ein bisschen voll. Ich will das Holz jetzt aber auch nicht wegwerfen. Trägst du das so ein bisschen in deinen Vogel und... Weil der Biber ist auch voll. So ein Körper ziehen. Das bring ich nach Hause. Den bring ich nach Hause. Ja, eigentlich total unlogisch jetzt, Alter. Der hat über 1000 Holz drin, ich zieh den jetzt einfach so, ich bin nicht vollgeladen. Ja. Oh Mann, ey. Ja gut, dann weiß ich ja, was ich gleich noch zu tun habe. Also können wir die Schwerter eigentlich auch wegpacken, Alter, nur Kettensäge. Ich hab's 630 echt nicht mitbekommen. Ich hab's wirklich nicht mitbekommen, Jan. Ja, guck mir nicht an, T-Rex, ja, das ist ein toter Freund, Alter, kannst du gleich fressen, warte. Lass mich einfach Holz wegbringen. Ja, warte. Was ist denn eigentlich echt auf? Kutscher, stell das Holz weg und dann... Oh, ich komme mit deinem Adler schon wieder zurück. Also ich hole auf jeden Fall einen neuen Biber, weil wir brauchen den Biber, um, wie heißt es, Da können wir uns eigentlich gleich einen höheren Level Biber holen, weißt du, damit er noch mehr tragen kann, glaube ich. Ja, richtig. Also ich werde dann mal gucken, was ich dann kriege, aber wir müssen ihn ja auch gezähmt bekommen, ne? Ja, kein Ding. Aber ja, wir haben da ja unsere Arena. Ja, sorry. Es tut mir gerade ein bisschen leid. Brave Biber, Alter. Ich hab's echt nicht mitgekriegt. Er hat einmal gestöhnt und ich denk so, oh ja, Kevin, du warst ein bisschen weit zu links. Dann bin ich weiter nach rechts gegangen. Ja, ja. Hast du richtig drauf, wow. Und wahrscheinlich. Jetzt komm mal her, komm, jetzt. Den muss er auch Abschied nehmen von dem Vieh. Warte, ich zieh den jetzt nochmal. Oh, ich knuddel dich nochmal. Njum, 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 njum. Okay. So, pass auf. Gib ihm aber den T-Rex zum Essen. Der hat das komm. Verdient, ja? Komm, jetzt hier einmal Gedenkstunde. Komm, ja, guck, komm, ja, guck! Njum, 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 njum. Er ist traurig, mein Freund. Mögen wir uns wiedersehen. Die Kannibalen hier, Alter. Aber wir machen aus so einem Biber erstmal eine riesen Dramatik hier. So traurig. Oh, Mann. Er war noch so jung. Er war noch so jung, Mann. Der war schon über 30. Okay, dein Vogel kannst du ja mitnehmen, ist leer. Oh Mann. Okay, Holz ist vollgefarmt, also der tote Biber hatte doch noch was Gutes. Die Kiste ist echt voll. Das war's jetzt. Und der Vorteil ist, wenn du ja mit dieser Motorsäge das jetzt machst, du kriegst Stroh auch noch. Nicht viel. Echt? Aber, ja, du bekommst noch Stroh. Aber wenn du auch 900 abfarmst und du kriegst aus jedem Baum nochmal 300 Stroh und das machst du dann 4-5 Mal, ja, das reicht Stroh. Mehr Stroh brauchst du nicht. Also, boah, die Kettensäge ist episch, Alter. Ich geb dir, ich pack mal den Sattel, pack ich gleich meine Werkbank. Verbaut das denn auch viel, viel. Ja, ja, guck mal, 54% Treibstoff habe ich jetzt, ne? Aber jetzt gebe ich Gas. 40%. Ah, geht aber. Das verbraucht ja dann immer nur ein Benzin, füllst du wieder auf 100, oder nicht? Richtig, richtig. Aber es geht, oder? Richtig. Der arme Biber, Alter. Eiskalt, Alter. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, dass du sowas zustande bringst. Was klopfst du hier rum, Alter? Entspann dich! Er ist tot, kann ich auch nicht zu! Ich flieg weg. Mama, sind alle mies zu mir. Nein, ich geh nochmal Kompa Öl haben.
Oh Mann, Alter. Das wird uns keiner glauben. Aber weißt du, was ich jetzt beim mache? Beim Holzhacken Biber gestochen. Alter, soll... Soll ich mal an so einen Mammut, an so einen Langhals gehen und mal das Ding ranhalten? Ja, warte, lass mich aber T-Rex mitnehmen, wenn da was schief geht. Ja. Hol ich denn die runter jetzt? Ja, ich will das jetzt echt mal ausprobieren, Alter, komm. Ja. Mammutwärtsgang. Ich will jetzt. Wann der Langhals? Ja, ich bin hier hinten, wenn du mich siehst. Ah, ich sehe. Ja, hier musst du herkommen. Ich will das jetzt echt ausprobieren. Was kann das Ding wirklich? Weißt du so? Oh. No risk, no fun. Oh oh. War ich tot. Alter, dann mach ich aus heute, ich sag's dir. Oh, ich hab 1000 Leben verloren. Jetzt echt? Ja, von 3000 auf 2100. Okay, ich stell jetzt den hier hin, okay? Hey, lass mich kurz erst gleich aufs Dauer auftanken. Okay, ja. Also dieser Langhals hat ein Level von 10. Okay? Ja. Bist du ready? Hatte noch nicht. Lass mich noch kurz aufladen. Oh ja, ich bin ready. Okay, 3, 2, 1. Okay, das ist ja klar, dass er mich zurückschubst, ne? Oh, hier ist ein anderer Fleischfresser. Hey, mach den weg. Mach mich drüber hauen hier. Alter. Das sieht so scheiße aus, rennt aber mit der Kettensäge dann lang als der Alter und er rennt weg von dir. Er ist aber schneller wie ich. Ah, kannst vergessen. Also, ich glaube, Schaden macht das schon. Weißt du? Will ich mir aber jetzt trotzdem holen? Ja. Er löst ihn von meiner Kettensäge. Und träumt er heute Abend davon. Der Langhals. Aber er war schon. Oder war der noch nicht so doll am Bluten von mir? Ah, doch, eigentlich schon. Okay. Du bist auch mal drei. Ja, du blöder Ochse! Der klaut mir hier wieder meine ganze. Alter, ich flieg weg, Junge. Ich gehe zu meinem Baby. Wo ist Baby T-Rex? Hier ist Baby T-Rex. Hier? Hier? Da kommen gleich Freunde von mir. Da hinter dir. Siehst du sie? Da. Ja, komm, greif mich doch an. Hey, 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 hey. Weggefressen. Fotze. Sorry, Leute, aber echt. Die Viecher sind nervig. Das stimmt. Hey, was geht ab? No, ich düse mal gerade oben in den Dschungel. Wir sagen damit erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.